klingt ein bisschen eigenartig. Der Titel heißt I'm gonna sit right down and write myself a letter. Ich setze mich hin und schreibe mir selber einen Brief. Ja gut, da fragt man sich natürlich, was das soll. Bei einer E-Mail kann schon mal passieren, dass man sie aus Versehen an sich selber absendet. Bei Briefen ist das doch unwahrscheinlicher. Diesen Titel haben wir unserem Trompeter Franz gewidmet, der im Hauptberuf Haupt- und Grundschullehrer ist. Er nimmt die Ergebnisse der PISA-Studie sehr ernst. Er ist absolut tief durchdrungen davon, seinen Schülern das Schreiben und natürlich auch das Lesen, aber auch das Schreiben beizubringen. Und er selber hat eine wunderbare Handschrift, das haben wir bei vielen Schuldscheinunterschreibungen schon feststellen können. Er hat sich deswegen vorgenommen, in den Ferien, wir hatten ja gerade vor kurzem Pfingstferien, die Sommerferien kommen, da hat er sich vorgenommen, um das Schreiben nicht zu verlernen, sich jeden Tag einen Brief zu schreiben. Und das hat er auch durchgehalten bisher. Wir haben ihm mal den Tipp gegeben, dass er sie aber gar nicht frankieren und in den Briefkasten werfen muss. Es reicht, wenn er sie sich gleich selber in seinen Hausbriefkasten wirft. Das hat er dankbar angenommen, diesen Tipp. Und seither ist er sogar zu bescheidenem Wohlstand gekommen. Und als Dank für diesen guten Tipp, der ihm die Portokosten erspart, ist er auch gerne bereit, diesen Titel zu singen. Also Franz Ege gesang die Jealous Jasmine mit I'm gonna sit right down and write myself a letter. Thank you.
Jazzmen haben ihren Hauptsitz in Überlingen am Bodensee, also auf dieser Seeseite, aber ein Stückchen weit weg. Und ich nehme an, unter Ihnen sind sicherlich einige, wenn nicht die Mehrzahl, die nicht ursprünglich hier vom Bodensee stammen, sondern die vielleicht besuchsweise hier sind. Deswegen möchte ich nochmal kurz erläutern, wie die Jealous Jazzmen zu ihrem Namen gekommen sind. Bei der Gründung der Band vor genau 30 Jahren waren die musikalischen Anfänge noch nicht so besonders perfekt. Und damals hat der zu der Zeit amtierende Direktor der Musikschule in Überlingen wohl bei einem öffentlichen Auftritt entsetzt ausgerufen: Mein Gott, ihr spielt ja wie die Verbrecher. Und dann war der passende Name Jailhouse Jazzmen geboren. Wenn es unter Ihnen welche gibt, die aus dem norddeutschen Raum kommen, speziell aus dem Großraum Hamburg, dann werden Sie mit Jailhouse Jazzmen vielleicht eine andere Formation verbinden, die seit über 30 Jahren in Hamburg und rund um Hamburg herum auftritt. Ebenfalls eine hervorragende Formation, die dort ihre Duftmarken hinterlassen hat. Also das darf man jetzt nicht alles in einen Topf werfen, obgleich wir gegenseitig kein Problem damit haben, verwechselt zu werden. Das ist durchaus nichts Ehrenrühriges. Aber diese Jailhouse Jazzmen hier kommen aus Überlingen am Bodensee. Und dann als nächsten Titel spielen wir einen Klassiker, den blauen St. Ludwig, wie er unter Musikern genannt wird. Mit anderen Worten ist es der St. Louis Blues. Und es hat dann natürlich entsprechende viele Anspielungen gegeben über Musiker namens Ludwig, die dann mehr oder weniger alkoholgefüllt aufgetreten sind. Heute kann ich für uns in Anspruch nehmen, sind alle bisher noch durchaus nüchtern und ansprechbar. Das heißt auch keiner von uns Ludwig. Nichtsdestotrotz, wir spielen den St. Louis Blues.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Jailhouse Jasmine sind nicht zum ersten Mal hier im Münzhof. Sei bewusst, im Münzhof. Wir haben schon häufiger hier gespielt, erfreulicherweise überwiegend draußen. Aber auch hier drinnen haben wir unsere Erfahrungen und deswegen sind wir sehr gerne wieder mal hier. Und wir haben, ja, sozusagen für alle die, die uns gewogen sind, haben wir eine zu Herzen gehende Melodie mit einem Text, der sehr anrührend ist. Es hat zwar einen französischen Titel, C'est si bon heißt der Titel, es geht dann aber Englisch weiter und wir möchten das sozusagen allen widmen. Dani wird versuchen, unser Sänger und Saxophonist, wird versuchen, die schmalzigste Stimme, die ihm dabei möglich ist, einzusetzen. Und wenn Sie sich dann gerührt fühlen, freuen wir uns, wenn der Titel richtig rüberkommt. C'est si bon, unsere Liebeserklärung an unser gutes Publikum. Embrace. And if I only would
bird in space. Sassy bone, sassy bone, sassy bone. Vielen Dank. Ja, wir versuchen jedenfalls ein relativ großes Repertoire zu haben zwischen klassischen New Orleans-Titeln. Die Jailhouse Jazzmen sind seit genau 10 Jahren Ehrenbürger von New Orleans. Wir haben das mit großer Befriedigung gesehen, dass nach dem Wechsel im Oberbürgermeisteramt der neue Oberbürgermeister diese Ehrung nur noch sehr, sehr spärlich vergibt. Das hält uns den Rücken sozusagen frei von vielen Nachfolgern. Wir spielen also New Orleans Jazz, wir spielen Dixieland und, wie Sie gerade gehört haben, auch Swing. Und jetzt haben wir einen Titel, der hätte eigentlich ein Werbespot oder eine Werbemelodie für eine große Hotelkette werden können. Es handelt sich um eine Hotelkette, die zu den großen, alten, bekannten Hotelketten gehört, nämlich zum Ritz. Ritz-Carlton inzwischen. Wir haben es nicht direkt geschafft, uns dort als sozusagen Feature-Band anzudienen. Es liegt daran, die Hotels sind sehr alt, noch älter als wir. Und deswegen sind wir da nie ganz zusammengekommen. Das macht aber nichts. Der Titel könnte jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich sein. Der heißt Putin on the Ritz. Also es handelt sich nicht um Präsident Putin, der irgendwo im Ritz übernachtet. Das hat er vielleicht auch schon getan, das wissen wir nicht. Wir zumindest spielen den Titel so, wie er von Irving Berlin komponiert worden ist. Dieser Titel hat einen Text. Dani kann diesen Text offensichtlich auch. Wir haben ihn wegen der Geschwindigkeit, wie er gebracht wird, nie bis ins Letzte verstanden. Wenn Sie ihn auch nicht bis ins Letzte verstehen, seien Sie nicht gram. Der Titel ist wunderschön. Und wenn Sie einfach hören, mit welcher Akrobatik hier dieser Text vorgetragen wird, seien Sie genauso beeindruckt wie wir mit Putin on the Ritz. Let's make some Rockefeller smokesticks and Rambler Bellas.
traps, where would they come when straps are kind of way, her perfect fits are putting on the boots off, dressed up like a $1 million trooper, trying not to look like Eric Cooper. Super duper, come let's mix the Rockefeller's bar, sticks her rubber, well as in limits are putting on the boots off. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben, wie gesagt, insgesamt etwa bis halb eins, kurz nach halb eins, für Sie musikalisch da. Und wir haben jetzt einen Titel, der heißt CC Rider, aber das täuscht. Wir bringen Ihnen eigentlich eine kleine, na, ich will nicht sagen Heimatkunde, aber eine kleine kulturelle Veranstaltung. Wie verläuft der Highway 66, die Route 66, die in Chicago beginnt und in LA, in Los Angeles endet? Der Dani hat alle Ausfahrten auswendig gelernt. Wir können gleich sagen, Verlauna empfiehlt sich nicht so sehr, ist eine sehr schlechte Wegstrecke. Aber horchen Sie einfach bei CC Rider / Route 66 und anschließend erholen wir uns und Sie sich vielleicht auch. Thank you.
best. Now get you kicks. One room, six, three, six. When I was from Chicago to LA, it looks mighty pretty to see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, North Carolina, Winona, King of Barstow, San Bernardino, around you. Got headless, timeless timber. When you make that California trip, Sitzplätze, aber jetzt machen wir erstmal knapp 10 Minuten Pause. Danach geht es weiter mit Flotten Jazz und dem Jazz Jasmine. Vielen Dank. Ja.